Hi zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es um Blender-Tipps. Ich zeige euch, wie wir einen bekannten anziehen können und auch ändern können. Also wir legen sofort los, indem wir einfach auf Datei gehen und dann neu. Gehen wir einfach starten. Wir müssen unsere Starttext und mit X, wie wir schon wissen, und dann können wir einfach auf hinzufügen oder Umschalttaste plus A. Da drauf ihr drücken, dann landen wir hier hin. Unsere 6 steht schon da. Wir wollen unsere 6 hochziehen auf 90 Grad. Und das haben wir auch schon gemacht. Wir können den Text ein bisschen verschieben. Um den Text zu ändern, dann sollten wir auf Editiert-Modus einfach wechseln. Und dann schreiben wir, was wir da sehen wollen. Blender zum Beispiel. Und dann haben wir jetzt die Möglichkeit, unsere Text zu bearbeiten. Und das bekommen, dann müssen wir erstmal nochmal in den Objektmodus wechseln. Und dann können wir ein bisschen vergrößern mit unseren Plus-Tasten auf der Tastatur. Und so sieht einfach der Text aus. Und wir haben die Möglichkeit, auf F zu gehen. Und wir können zum Beispiel sagen, wir wollen keine Füllung haben. Und hier können wir unsere Text exportieren. Wir geben zum Beispiel 0,1 als Exportierung. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Tiefe ein bisschen zu ändern, damit der Text ein bisschen schöner aussieht. Die Auflösung setzen wir einfach auf 32. Und wir haben auch die Möglichkeit, nochmal ein bisschen unsere Text zu vergrößern, damit wir besser sehen können. Also, so sieht unser Text einfach aus. Und wir wollen jetzt zum Beispiel ein bisschen noch schöner machen, indem wir zum Beispiel, ja, ein Mesh machen, also wir drücken einfach Alt plus C und dann können wir ein Mesh aus Text machen und jetzt können wir zum Beispiel hier gehen und dann können wir 3D erstmal drücken und wir wollen zum Beispiel sagen, wir wollen zum Beispiel die Füllung auch haben und zwar auf beide Seiten, also Füllung haben. Und hier unten können wir auch die Geometrie nochmal ein bisschen ändern, wir sehen schon, je nachdem, wenn ich die Geometrie so ändern, dann wird es einfach anders sein. Und hier in der Tiefe auch, wir sehen schon, was man damit machen kann. Also wir können alles einfach damit sehr schön einfach machen. Und wenn Sie sich fertig sind, dann haben Sie auch die Möglichkeit, nochmal auf Material zu gehen. Ein neues Material zu erstellen und weiter können wir auch. Und hier haben Sie die Möglichkeit, einfach die Oberfläche als Emission zu nehmen. Und die Farbe nehmen wir zum Beispiel blau. Und hier können wir zum Beispiel eine Textur auch benutzen, wie eine Textur. Und Sie sehen schon, wie es jetzt geworden ist. Und wir haben auch die Möglichkeit, die Stärke hier unten zurück zu ändern. Wir geben zum Beispiel 7,6 ein. Und hier bei der Trübung können wir auch genauso ändern. Also nur 2,4 nehmen wir da. Hier. Mhm. Und jetzt können wir einfach das Projekt jetzt zum Beispiel rendern, damit Sie besser sehen können, wie es geworden ist. Also noch nicht rendern, also wir gehen nochmal hier auf unsere Welt, da können wir die Farbe ein bisschen ändern, also wir setzen auf 0, auf die schwarze Farbe, und jetzt können wir das Projekt rendern, damit Sie besser sehen können, was wir gemacht haben. Das ist unser Projekt, was wir gemacht haben, und so können Sie zum Beispiel viele verschiedene tollen Sachen einfach mit Blender so schreiben, ein Text, und wir können die Sache hin und hier einfach ändern, wie wir wollen. Ich freue mich einfach, dieses Projekt mit euch geteilt zu haben, und freue mich, wenn Sie mich einfach weiter abonnieren können und freue mich auch, wenn Sie viele Kommentare einfach so hinterlassen können, damit ich mich einfach verbessern kann.